willkommen zu diesem Video auf meinem Kanal Just Roadbike, Just No Roadbike. Und um das Ganze nochmal zu erwähnen, ja, den ganzen Mist habe ich selber gekauft, weil wozu hat man Hobbys? Oder einfach nur Dennis. Ich habe nicht die leiseste Ahnung, welche Schuhgröße ich habe. Generell bin ich nur 46 gefahren, habe eigentlich den perfekten Schuh gefunden. Und dann das typische, übliche, ja, den Schuh gibt's nicht mehr. Was machst du? Genau. Du kaufst Schuhe und dann merkst du, cool, dein Lieblingshersteller hat die Schuhgrößen geändert. Und nun zu etwas völlig anderes. Von daher habe ich mir ein paar Schuhe bestellt. Zum einen den Specialized Recon 3.0, den gibt es auch in 2.0, 1.0, je nachdem was man ausgeben möchte. Den Lake MX332, aber Light. Nachteil, der hat keine Spikes, ist ein bisschen weicher, den hatte ich im Morgo an, ist okay, aber ist nicht der perfekte Schuh, leider. Dann, ja, hat Lake mir schmackhaft gemacht, ziemlich arschteuer, Lake MX333. Großer Nachteil, sage ich jetzt schon, wenn ihr laufen wollt, sind diese harten Scheiß-Drecks-Carbon-Stollen, Fußsohlen nicht besonders gut. Ähnlich bei dem Recon, der ist vielleicht noch ein bisschen besser als der Vento zum Laufen, aber ist ein ziemlich harter Schuh. Aber jetzt allgemein zu Schuhen. Ich bin lange Lake gefahren, einfach mal, weil es breite Schuhe gab. Lake ist ein super Hersteller, hat super schöne, leichte Schuhe, für Langdistanzen eigentlich wunderbar, perfekt geeignet. Aber leider mein Problem, hier der MX332, toller Schuh. Das ist übrigens der MX332 Light, nur mal so gesagt. Ist relativ okay. Vorteil, wir haben hier eine gummierte Sohle, er lässt sich wunderbar laufen. Nachteil, also ich mag persönlich Spikes hier vorne einfach mal wegen dem Halt. Persönlicher Vorteil an dem MX332 Modell ist, der Schuh ist nicht so mega gebogen wie so ein Flitzebogen. Im direkten Vergleich mal hier, der Specialized Recon, also vorne geht der halt weg, wirklich schön rund wie der Front. Finde ich ein bisschen doof, läuft sich schlecht, ist ein kleiner Nachteil. Der größte Nachteil bei Lake, ja, aus extra breit wurde breit, die Maße stimmt nicht mehr, der Schuh ist länger, breiter, ziemlich klobig, relativ schwer sogar. Was ich wirklich von Nachteil finde oder was für mich ein Nachteil ist, er läuft sich ziemlich unangenehm, weil wir hier so eine Hartplastik oder Carbon Laufsohle haben, finde ich nicht besonders gut. Klar hält er dann länger, aber wenn ich auch mal einen Kilometer laufen muss auf Geröll, ist das nicht ganz so angenehm. Und eben, der Schuh ist breiter geworden, klar, hätte man zurückschicken können, aber schick doch mal bitte einen Schuh zurück in die Niederlande, ist alles so semi-gut. Kommen wir jetzt zum Specialized Vento. Hier haben wir einen Fahrradschuh, der wie ein Rennradschuh ist. Und eng geschnitten, er liegt gut an, ist relativ leicht. Oberfläche ist, sag ich mal, einigermaßen schmutz- und wasserabweisend, ist ganz cool, ist aber ziemlich eng geschnitten. Ich muss sagen, habe auf meinem Bikefitter gehört, er so, ja, kauf eine 43, ich so, kauf eine 44 und ein bisschen knapp, passt aber ein bisschen eng. Aber es ist kein super toller Fahrradschuh für mehrere Tage, muss ich ehrlich sagen. Einfach mal laufen im Schuh geht, wird auch besser sein als im Vento. Der Vento hat statt diesen Gummischollen, hat er hier auch eine Carbon- oder Hartplastik-Laufsohle mit, ja, vielleicht gut, vielleicht nicht. Julian hat es mir gesagt, für Mehrtagestouren nimmt er ihn definitiv nicht. Dann nimmt er den Rafa Explorer. Vielleicht eine gute Alternative, könnt ihr mal nachgucken. Ich möchte diesen Schuh allerdings nicht fahren. Und mein größter Nachteil, den ich sehe, was ich unangenehm finde, wenn ich laufe, ich habe hier halt wirklich wie so ein Halbmond, so ein Flitzebogen. Der Schuh geht ziemlich hart nach oben weg. Wie gesagt, das ist die Lauffläche und wir haben hier halt so einen riesen Winkel. Wie gesagt, was ich halt wirklich doof finde, dass man wippt. Also wenn ich jetzt Offroad laufe, dann wippe ich halt nach vorne. Vielleicht am Berg ganz nett, aber praktisch gesehen gar nicht so cool. Das Ganze ist jetzt laufmäßig natürlich deutlich besser als der Specialized oder S-Works Vento. Aber ob das der richtige Schuh für euch ist, also ja, aber vielleicht nicht für längere Tage.
finde ich nicht so super zum Laufen. Ansonsten ist er okay für Rennen, für schnelle Runden, für Stundenausfahrten, Tagestouren, aber vielleicht nicht ideal für mehrere Tage Bikepacking. Fuchs, wie ich bin, gibt es ja auch noch Schuhe von Shimano. Ja, ich mag blau. Aber ich habe mir den Shimano Esquire 902 bestellt. Ist, glaube ich, mit das teuerste Modell von Shimano. Eigentlich ein ganz guter Schuh, denke ich. Hat relativ gute Bewertungen. Problem, dieser Schuh ist weit und ist schmaler als der Recon von Specialized. Er ist Der Schuh ist ziemlich schmal, obwohl er als weit deklariert ist. Ist eine 45. Von der Länge her passt er wunderbar, aber ich merke, meine Schuhe, meine Zehen drücken und ist für mich ein absolutes No-Go. Kann ich nicht nochmal so viel Geld ausgeben. Der Schuh allgemein, für die, die es interessiert. Also ist hinten verstärkt, ist ganz cool. Lauffläche, denke ich mal, ist ein bisschen härter, aber es ist noch Gummi, ist ganz nett. Vorne kann man Spikes einfügen. Das finde ich ganz cool. Ist ein tolles Gimmick, meiner Meinung nach. Und was noch wichtig ist, der Schuh ist innen ziemlich rau. Also ist wie Schleifpapier. Finde ich ein bisschen doof. Vielleicht reibt ihr euch die Hacken auf. Vielleicht reibt ihr euch die Socken kaputt. Muss man wissen. Das hier finde ich auch nicht ganz so smart. Also wir haben ja diese eine Sohle zum Fixieren. Ist ganz cool vielleicht, aber hält das 2 Jahre? Hält das 3 Jahre? Reißt es irgendwann ein? Also bei Schuhen, die über 200 Euro kosten, denke ich halt auf Langfristigkeit. Mein sonst haben wir eine Innensohle. Allgemein der Shimano ganz okay, aber ich weiß nicht, ob ich mich damit anfreuen könnte. Also zum Beispiel hier ist er relativ eng. Größenmäßig ist er vollkommen okay mit einer Schuhlänge, Fußlänge von 28,5. Ein bisschen Platz nach vorne. Ist ganz nett, ist nicht schwer, aber die Verarbeitung und vor allem die Breite bei dem 45er Modell ist halt ziemlich doof und beim 46er Modell schwimmt man. Auf die mitgelieferte Innensohle würde ich hier tatsächlich einfach mal verzichten, weil das ist einfach nur Müll. Das könnt ihr direkt in die Tonne werfen. Also es ist hier 2 mm stark, keine hochwertige Sohle. Kauft euch lieber Einlegesohlen von mir aus von Get Steps, Soulstar, sonstigen. Ich fahre auch mit einigen Sohlen und Sinn und Zweck, die stabilisieren den Schuh. Und es gibt auch günstige, auch von Specialized und Co. Und auch ich für 30 Euro immer noch besser als sowas. Willkommen zurück zu Was mache ich mit meinem Geld? Hier, ich kaufe Fahrradschuhe, damit ihr es nicht machen müsst. Und für Interessierte, der nächste Schuh, auf den es sich auf jeden Fall gelohnt hat zu warten, ist der Quark, wie auch immer, Reuterang. Der Schuh wiegt grob 300 Gramm, vielleicht ein bisschen mehr. Ist eigentlich ganz nett, ist aus Mikrofaser. Wir haben eine Kunststoff-Laufsohle. Es ist okay, es lässt sich besser laufen als die Specialized-Schuhe, besser laufen als die Lake, was mache ich mit dem Carbon? Und ich finde ihn ganz nett prinzipiell. Die Sohle allgemein ist semi-gut, also diese Ausbuchtung hier ist Geschmackssache. Ansonsten holt euch sowieso am besten maßgefertigte Sohlen oder Standardsohlen, Soulstar, Gebomais, was auch immer, Get Steps. Es gibt genug günstige Alternativen, die besser sind als so eine Einlage. Was cool ist, wir haben hier Spikes, die kann man ausbauen, also die kann man wechseln. Mein Tipp, holt euch auf eBay, Amazon und Co. einfach noch Metallspikes, kosten grob einen Zehner. Definitiv gut, dieses PVC, PC, PA6 Gelumpe läuft sich sehr schnell ab, ist kaputt und macht euch nicht lange Freude. Ansonsten läuft sich der Schuh einigermaßen gut. Ich habe die Schuhe etwas eng gekauft, nicht so gut. Cool wären halbe Größen, dann würde er mir auch ein bisschen besser passen. Aber ansonsten ist der Schuh mega leicht. Was ein bisschen doof ist, ist dieses Fake Boa, keine Ahnung. Das ist so eine Art eigenes Boa-System, das funktioniert. Es macht, was es soll. Funktioniert genau wie Boa, nur das Öffnen ist halt zack.
Einzige ist das Öffnen selber, hochziehen und es off. Und jetzt kann man halt rausschlüpfen. Geht so, sollen nicht die besten Erfahrungen sein. Ansonsten, der Schuh besteht auch komplett auf Kunststoff, Mikrofaser. Sinn und Zweck davon ist, dass man ihn bei Nässe nutzen kann und der Schuh nicht schwerer wird, nicht nass wird. Ist allgemein ziemlich nett. Weitgehend eine Empfehlung für grob 200 Euro. Wie gesagt, ich würde auf jeden Fall die Spikes durch Metall ersetzen und finde den Schuh allgemein ganz cool. Was man vielleicht erwähnen müsste, sollte, wir haben hinten an den Schuhen reflektierende Stellen, dass man im Dunkeln auch gesehen wird, ob es klappt, weiß ich nicht, vielleicht, vielleicht auch nicht. Ansonsten nicht der schlechteste Schuh, den man sich für das Geld wünschen kann. Wie gesagt, hier die Sohle. Ist ganz nett, läuft sich einigermaßen okay. Ich bin damit jetzt ein paar Wochen gefahren, zwei, und laufe damit. Schuh ist semi-bequem, mit besseren Einlagen auf jeden Fall eine richtige, gute Empfehlung. Wie gesagt, wir haben diesen Fake-Boa-Verschluss. Er ist okay, könnte definitiv besser sein. Ich verstehe auch nicht, warum man nicht Boa genommen hat. Als System ist der All-Terrain. Wir haben einen relativ leichten Schuh, grob 330 Gramm. Ich würde euch unbedingt eigene Einlagen empfehlen, weil die, naja, sie sind leicht, sie sollen angeblich, sollen sie Polstern, Schiffs abfangen, aber dieses hier, die Form allgemein, finde ich nicht so super. Von daher lieber was Besseres. Oh, noch ein Fahrradschuh. Den habe ich im Angebot gekauft, ist der Scott Python, frag mich nicht. Witzigerweise habe ich hier schon Spikes verloren. Der Scott Python allgemein ist ein, ich sag mal, ist ein semi-guter Schuh, ist vielleicht ein Einsteigerschuh. Wir haben auf jeden Fall großer Vorteil zwei Boa-Verschlüsse, finde ich sehr gut. Ehrlich gesagt finde ich das auch besser als nur einen, weil man mehr Grip hat, mehr Halt im Schuh. Allerdings, wir haben keine Carbon-Einlegesohle, also der ist zwar relativ steif, aber es ist alles nur Vollgummi, Kunststoff und so weiter und so weiter. Ansonsten haben wir eine sehr gute Laufsohle, läuft sich relativ bequem, würde persönlich eher meinen, ich fahre mit zur Arbeit Schuh und ist nicht im High-End-Bereich, aber ist für teilweise im Angebot 100 Euro, 110, 120 Euro zu erhalten. Gute Laufsohle, Scott glaube ich macht nicht die schlechtesten Schuhe, vielleicht eine schöne Einstiegsempfehlung. Ja, das mit diesen Spikes, wie gesagt, gar nicht mal so cool. Aber die sind auch nicht gut. Die sind nicht gut. Von daher nicht so schlimm, dass ich die verloren habe. Und wenn ich die zur Arbeit anziehe, auch nicht so schlimm, dass da keine dran sind. Zu guter Letzt, mehr oder weniger, jetzt gibt es noch einen Vergleich. Also das wird ein Vergleich der extravaganten Sorte. Nö, wird's nicht. Lake 332 wird nicht mehr hergestellt. 333 ist jetzt der Nachfolger. Finde ich nicht super geil, aber ja. Auch ein bisschen teuer. Lake MX332. Also wie vielleicht einige von euch wissen, ich fahre in knapp zwei Wochen, nicht mal mehr, fahre ich ein Bikepacking-Event, das Sneak Peaks von Orbit 360 in den Dolomiten. Suche persönlich dafür gerade noch den perfekten Schuh. Hab bei Bike24 im Store den mehr oder weniger ausverkauften, nicht mehr produzierten, wie auch immer, Lake MX332 gefunden in einer Schuhgröße 46 weit. Wichtig, das ist White und das ist White. Lake ändert die Größen ab 24, also unbedingt darauf achten, dass ihr die richtige Größe kauft und euch nicht verarscht wird, so wie ich. Das ist das originale White und das ist das neue White. Achso, bevor ich es vergesse, bei den Lake-Schuhen, da bin ich aber auch gar nicht so up to date. Man kann die Schuhe von der Passform auch anpassen, weil wir hier eine Fläche haben, die man erhitzen kann und so den Schuh anpassen kann. Den Boa-Verschluss allgemein, ich mag ihn überhaupt nicht, weil er wirkt jetzt mega billig. Ich bin auch der Meinung, der ist ein bisschen ziemlich wackelig, man sieht es so ein bisschen. Mag ich nicht, mag ich nicht, mag ich nicht. Allgemeines Fazit zum Thema Schuhe. Meine Empfehlung, ganz klar, die Quark. Sie sind leicht, sie sind regenresistent, sie sind wetterfest. Und wie gesagt, also Gewicht ist beim Fahrradfahren immer super toll. Update für 10 Euro. Unbedingt diese Spikes, kann ich nur empfehlen. Macht die Schuhe besser.
Übrigens, die sind zusätzlich, also ich habe zwei Paar Spikes, einmal so eine flachen, mega weichen aus TPO, das ist wie Gummi, ist aber kein Gummi. Ja, Schuhe sind weich, auf lange Sicht vielleicht nicht so gut für mehrere Tage, für ein bis zwei Tagesrennen. Definitiv eine Empfehlung für ein bisschen Hike and Bike und Laufen, super nett. Ansonsten natürlich, Lake kostet Geld. Lake wird auch mal teurer. Die neuen Schuhe kosten teilweise 450 Euro, was viel zu viel ist, was unverhältnismäßig ist und ich absolut nicht empfehlen kann. Von daher guckt im Dezember, guckt in den Outer Sale. Was ich definitiv noch empfehlen kann, sind Einlegesohlen, die wie gesagt Getz selbst, die sind auch schon ein paar Jahre alt. Solstar macht gute Bikefitter. Fertigen diese meistens auf Maß an, wenn das nicht zu teuer ist. Ansonsten sind die Standarddinger mittlerweile auch super, kann ich nur empfehlen. Und ihr seid deutlich stabiler, ist vielleicht auch ein Geheimtipp für eure Schuhe. Ganz wichtig, Schuhe nicht zu groß, nicht zu breit, dass ihr nicht daran schwimmt. Und ansonsten einfach Fahrradfahren und Spaß haben. Tschüss! Und um das Ganze nochmal zu erwähnen, den Spaß habe ich alles komplett selber gekauft. Keine bezahlte Werbung, nichts, null, nada, niente. Ja, ich teste halt gerne Zeug, möchte euch mitnehmen, möchte euch darüber informieren. Ist das gut, ist das Müll? Möchte sagen, was ich möchte, was ich will. Und wenn Schuhe scheiße sind, dann sage ich das auch. Und Fahrradfahrer, danke fürs Zusehen, lasst mir ein Abo da und bis zum nächsten Mal.